Lieben Hallo Black Roses, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. So, ihr seht schon, ich saß eben unter meinen Haubenföhn. Also, ich weiß, ihr mögt keine langen Videos, deswegen verschone ich euch heute mit dem Ganzen erstmal schön einmassieren, dies, das, damit ihr das seht. Also, wenn ihr das mögt, kommentiert das. Sonst kommentiert das auch, wenn ihr das nicht mögt, weil dann zeige ich euch direkt schon, ich erzähle, wie das gewirkt hat und zeigt euch das Endergebnis. Ich verschone euch, damit das Video auch schön kurz bleibt. So, ich habe vor kurzem, wahrscheinlich waren die schon länger da, bei DM drei verschiedene Kuren entdeckt. Genau. Und zwar, ich verlinke mal die Bilder. Ich habe das ganz, also zuerst habe ich diese hier ausprobiert. Genau, ich hoffe, ihr seht das. Ich lese es nochmal vor. Das ist die beruhigende Haarmaske, also von Balea. Schönheitsgeheimnis. Beruhigende Haarmaske mit Hafermilch, Pflege und Balance für sensibles Haar. Das habe ich als erstes ausprobiert. Und meine Lieben, ich war etwas enttäuscht. Ich habe das einwirken lassen. Ich habe geguckt, ob das irgendwas bewirkt. Leute, ich habe keine Feuchtigkeit davon bemerkt. Ich konnte nicht Geschmeidigkeit bemerken. Also das sind jetzt meine Erfahrungen. Das heißt nicht, dass ihr dieselben Erfahrungen macht. Ich habe Low-Porosity-Haare, falls es euch interessiert. Das sind Haare, wo man halt eben Wärme benutzen muss, meistens damit Kuren oder sowas wie Spülung, also Conditioner überhaupt eindringen können ins Haar. Genau, also habe ich alles gemacht. Wie gesagt, keine Feuchtigkeit, keine Geschmeidigkeit. Ich konnte nicht entwirren, auch nachdem das eingewirkt war. Also als ich das so drauf getragen habe, nicht. Nachdem ich unter meiner Wärmehaube gesessen habe, auch nicht. Also ich war im Großen und Ganzen enttäuscht. Deswegen dachte ich mir, warum die beiden noch ausprobieren? Weil die sind wahrscheinlich ähnlich. Die kosten übrigens weniger als 2 Euro, also um die 1,95 Euro oder so. Ich verlinke das alles unten. Alles Relevante kommt immer in die Infobox. Und dann dachte ich mir so, nein, Leute, meine Lieben suchen ja immer nach Kuren und Haarmasken, Tiefkuren, Deep Conditioner, die günstig sind. Ne? Marina, ich sehe dich. Oh, Marina. Ne? Ich weiß, du magst das. Oh Mann. Also Marina aus Kamerun. Ich habe zwei Marinas in meinem Leben. Genau. Ja, dann dachte ich mir, egal, ich probiere mal die anderen aus. So. Ich habe auf dieser Seite die hier. Das ist die Kur, also die Haarmaske. Reichhaltige Haarmaske. Kokos, also Coco Water, Kokoswasser. Pflegt und Stärkung für strapaziertes Haar. Und da soll keine Silikone sein, keine Parabene bei allen dreien. Das Produkt ist vegan und es ist 250 Milliliter groß. Genau. Und hier ist auch nochmal Rezeptur ohne Mikroplastik. Ich darf nicht so schnell reden. Und ja, also Inhaltsstoffe. Ich sehe, das erste ist halt Wasser, dann ein Fettalkohol, dann Glycerin. Und noch so andere Sachen, die ich nicht lesen kann. Und Methylsulfat. Das ist kein Sulfat, Leute. Methylsulfat ist ein feuchtigkeitsspendendes Inhaltsstoff. Genau. Ein feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoff. Ja, natürlich dann auch Kokoswasser und Co. Und ich habe das halt die beiden, also alle drei bei CoCheck eingegeben. Ich rede gleich weiter. Ich sollte erstmal beenden, bevor ich weiterrede. Genau. Auf der Seite habe ich halt die hier. Das ist die pflegende Haarbutter goldene Milch mit Kurkuma-Extrakt und Hafermilch. Glanz und Geschmeidigkeit für strapaziertes Haar. Genau. Und das ist ebenfalls vegan, auch ohne Silikone. Also wie gesagt, das ohne Silikone, ohne Parabene. Und ja. Ja, also auch Aqua, Fett, Alkohol, dann Glycerin. Und ich habe alle drei bei CoCheck halt eingegeben, Leute. Und hier, das enthält einen Inhaltsstoff, das müsste hier irgendwo sein, das ist halt nicht in den ersten 6 Inhaltsstoffen, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der 10. Inhaltsstoff. Und das ist leider dieses Duodecan, ist leider auf Mineralölbasis, und ich sagte ja, Mineralöl wird aus Erdöl gewonnen und das ist halt krebserregend. Also, und abgesehen davon liegt es auch so eine Schicht auf den Haaren und es ist ja so ungefähr wie
Silikon. Ich habe das vorher nicht bei Kocheck eingegeben, weil ich habe das kurz überflogen und es hörte sich gut an. Das ist halt drin, das ist relativ, das ist nicht so weit oben, ist halt unten. Das heißt, da ist nicht so viel drin. Ich werde das nicht kaufen wegen dem Mineralöl. Ich lasse es, aber ich habe es halt für euch ausprobiert. Genau. Wie gesagt, auf der Seite ist das hier, auf dieser Seite ist das hier. Ich saß jetzt 20 Minuten unter meinem Haubenföhn. Als ich das einmassiert habe, hat es genauso gewirkt wie das andere. Also ich konnte damit nicht entwirren. Hat sich gut verteilen lassen, aber ich habe nichts Besonderes gespürt. Genau, aber jetzt, wo das, ich das halt eben mit Wärme behandelt habe, gucken wir mal, wie die Haare sich anfühlen. Ob sich was geändert hat. So, wie gesagt, auf der Seite ist Cocoa Water, auf der Seite ist halt goldene Milch. So, wenn ich schon mit meinen Fingern nicht gut durchkomme, dann heißt es auch schon was. Leute, ich habe echt viel Haare verloren. Meine Haare sind so abgebrochen, also alles wegen Schwangerschaft und Geburt. Ich habe richtig Haarausfall, immer noch, habe ich auch schon in dem einen Video gesagt. Ja, also meine Rapunzelmähne kann ich erstmal vergessen. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich wieder alles einpendeln und dass ich nicht komplett eine Glatze bekomme. Genau, also ich bin noch dankbar, dass ich überhaupt was auf dem Kopf habe. Also so, ne? Wie gesagt, das Coco. Also wenn ich schon mit meinen Fingern nicht gut durchkomme, ich würde jetzt mal sagen, es ist weniger als okay. Also entwirren steht ja auch nicht drauf, ne? Also das ist eine ganz knappe Anwendung oder auch Beschreibung. Steht nur pflegt und stärkt, also nichts mit die Kennbarkeit wird dadurch irgendwie verbessert. Das dürft ihr nicht vergessen, das steht nicht auf dem Produkt. Also die Kennbarkeit wird da nicht irgendwie gefördert oder so. Da steht nur, dass es die Haare pflegen sollen. Ja, dann glaube ich, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es eben diesen Auftrag nicht hat, die Haare kennbar zu machen, dann müssen wir uns nicht beschweren. Ja, dann wasche ich das jetzt mal raus. Ich gehe jetzt meine Haare kämmen, ich versuche sie zu kämmen und wasche das dann raus und dann zeige ich euch, wie das halt ist. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wie gesagt, auf der Seite ist Kokoswasser, also Coco Water. Kokowasser steht da tatsächlich sogar. Ist so Coco Water. Und auf der Seite ist halt goldene Milch, also Kurkuma-Extrakt und Hafermilch. Ich muss sagen, beide Seiten fühlen sich geschmeidig an. Ich konnte auch ganz okay mit dem Kamm durchgehen. Ich habe dann später noch mit meinem Tangle-Teaser meine Spitzen entwirrt, weil momentan meine Haare sind extrem verknotet. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das alles eine Nachwirkung von der Geburt. Also auf jeden Fall fühlt sich das geschmeidig an. Also ich finde, für weniger als 2 Euro sollte man auch nicht viel erwarten. Aber wenn man positiv überrascht wird, warum nicht? Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das ist jetzt die Coco-Seite und das ist jetzt die Seite. Werde ich trotzdem nicht wieder kaufen. Also ich werde es jetzt aufbrauchen und dann nicht mehr kaufen wegen dem Mineralöl-Inhaltsstoff. Und ihr könnt natürlich entscheiden, was ihr wollt. Also ob das für euch okay ist oder nicht. Ja, genau. Also es fühlt sich beides gut an. Die Haare fühlen sich nicht trocken an, die fühlen sich geschmeidig an, mit Feuchtigkeit versorgt an. Hier habe ich nicht, habe ich eher Bedenken, ob das nicht dieser Effekt von dem Mineralölprodukt ist, Inhaltsstoff. Genau. Ja, also meine Lieben, meine Haare sind leider immer noch hier. Wie gesagt, ich habe halt sehr viel Rückschläge erlitten durch die Schwangerschaft und durch die Geburt, aber ich bleibe am Ball, ne? Ich hoffe, ihr könnt mit dem Review was anfangen. Wie gesagt, ich kann das hier empfehlen, die andere auch. Das ist wahrscheinlich bei euch dann anders. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit macht. Bei dem hier müsst ihr selbst wissen, wie gesagt, da ist dieser Inhaltsstoff drin, was auf Mineralölbasis ist. Genau, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, egal wann das Video rauskommt. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann, ciao.